Servus, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal eines meiner Kocher vorstellen, und zwar sind das die Kocher mit Trockenbrennstoff. Die stelle ich euch heute einfach mal vor, und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit denen an. Und zwar der bekannteste von diesen Trockenbrennstoff-Kochern ist natürlich der Marke Esbit. Das ist der meistverkaufte. Den können wir dann mal auspacken. Es gibt natürlich auch noch von anderen Marken welche. Die sind auch häufig mal bei irgendwelchen Armeerationen dabei. Das sind meistens welche, die man auseinanderklappen kann bzw. falten. Der würde dann so aussehen. Den kann man dann auch öfters mal benutzen. Ist aber natürlich auch nicht ganz so stabil wie der von Esbit. Deswegen gehe ich heute eher mal auf den von Esbit ein und möchte euch mal zeigen, wie ich den nutze. Und warum und ob ich ihn weiterempfehlen kann. Aber der Reihe nach, dieser Esbit Trockenbrennstoffkocher kommt in der Regel mit seiner Packung Trockenbrennstoff. Und nein, der Trockenbrennstoff ist kein Esbit, das ist die langläufige Meinung, sondern die Marke Esbit. Das heißt einfach Trockenbrennstoff, die meisten sagen trotzdem Esbit zu dem Trockenbrennstoff. Was nicht richtig ist. So, wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt ist es so, dass ihr den Trockenbrennstoff in so kleinen, das sind jetzt 4 Gramm, ja, was kann man dazu sagen, solche kleinen Tabletten, die gibt es auch in 8 Gramm Größen oder sogar noch größer, ja. In der Regel reicht eine solche Tablette, um jetzt mal so 150 Milliliter Wasser warm zu machen. Davon sehe ich jetzt heute mal ab, weil es einfach zu warm für ein Heißgetränk ist. Also im Endeffekt ist es so, dass das in die Mitte gelegt wird und dann angezündet wird mit dem Feuerzeug. Und dieser Esbit Trockensteinbrennstoffkocher kommt dann praktisch hier so lose. Manko daran ist, dass da natürlich ja, die Flamme nicht zentriert wird, weil von links und rechts oftmals auch der Wind bläst und die Flamme praktisch dann auch nicht mehr am Kochtopf ist. Ja, deswegen zeige ich euch mal, was ich dagegen gemacht habe. So, um die ganze Sache nochmal zu verdeutlichen. Hier außen seht ihr ja die Öffnungen, durch die der Wind durchbläst, ja, und praktisch die Flamme daran hindert, zentral das Ganze zu erwärmen. Ich habe mir da gedacht, okay, ich nehme ein klein bisschen Messingblech, schneide mir das einfach mal so zurecht, wie ich es brauche, schneide hier auch mal noch zwei Falzen rein, sodass ich das praktisch jetzt hier neben reinstecken kann. Und dann habe ich praktisch einen Windschott. Ja. Da ja je nach Größe des Gefäßes, wo ihr was warm machen möchtet, das Ganze auch umgeklappt werden kann, ja, habe ich mir natürlich auch noch welche gebastelt, die abgeschrägt sind. Das ist jetzt auch keine Ingenieursarbeit, sondern einfach nur mal, ja, so pro forma. Das ist aber auch ausreichend. Da muss man jetzt kein Wissenschaftler sein, um sich da jetzt was zu basteln, sondern ihr seht, dass das einfach so dann auch das tut. Ja. Also im Endeffekt ist es so, ihr macht dann praktisch mit dem Feuerzeug den Trockenbrennstoff an und stellt euer Gefäß dann einfach drauf mit dem Inhalt. Ja, jetzt ist es so, dass von der Fläche her das Ganze, finde ich, auch nicht optimal ist. Aus dem Grund möchte ich euch auch noch mal darstellen, was für Gefäße ihr da drauf machen könnt, weil jeder hat ja andere Vorlieben. Das ist jetzt zum Beispiel eine 400 Milliliter Edelstahltasse. Ja, also
es ist nun mal grundsätzlich, dass das Ding auch gerade steht, ja, damit es nicht kippt. So. Ihr seht, das ist eigentlich relativ stabil. Klar, umfallen kann es immer, aber dann solltet ihr das ausloten und dann halt auch vielleicht auch dann ein bisschen festhalten. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt, wenn ihr das jetzt hier mal seht. So kann auch der Griff hier nicht durch die Flamme heiß werden, was optimal ist. Das ist jetzt eine 400 ml Edelstahltasse. Das ist jetzt hier eine 350 ml Titan-Tasse. Die steht dann aufgrund dessen, dass sie noch einen kleineren Durchmesser hat, dann auch viel stabiler. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal so diese nierenförmige Alu-Tasse. Die ist jetzt natürlich so zusammengeklappt, würde ich jetzt sagen, zu klein. Deswegen klappen wir das Ganze mal auf. Und schauen mal, ob das dann besser dasteht. Nee, ist jetzt auch nicht optimal. So, nochmal zusammengeklappt. Ja, jetzt geht's. Wobei ich so eine Nierenform jetzt auch nicht optimal finde. Ja, schon allein, wenn man hier zum Beispiel einen Kaffee mit Zucker schwenken möchte. Ja. So, aber das funktioniert auch so. Dann haben wir zum Beispiel jetzt hier solche ovalförmigen Behältnisse. Die sind jetzt auch aus Alu. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, das ist aber nur, um euch das hier zu verdeutlichen, ob das auch passt. So, passt einwandfrei, würde ich sagen. Da könnte man sogar das Ganze vielleicht auch mal aufmachen. Also wie schon gesagt, eine Brennstofftablette würde ich sagen reicht, um einen Kaffee warm zu machen. Der muss nicht ganz heiß sein, ja, dass der warm ist, ist vollkommen ausreichend, zumindest für mich. Ja, hier, das ist schon zu klein. Also was an dem natürlich besser wäre, wenn es vielleicht nochmal eine Mittelstufe hätte. Das ist jetzt, ja, aber da kommt ja nichts mehr hoch, ne? Da kann man vielleicht das so, aber das kippt dann zu arg, das ist auch doof. So, zack. Wenn es hier nochmal so eine Mittelstufe hätte, wäre eigentlich ganz cool. Aber okay. Also dann würde ich mal sagen, diese ovalen Geschichten fallen da eher durch. Es sei denn, die sind natürlich größer. Das gibt es natürlich auch in einer größeren Variante. So, jetzt gehen wir mal zu einer Pfanne. Die passt da natürlich jetzt ideal drauf. Also sehr schön. Wie ihr wisst, möchte ich ja den Burgensteig laufen, der mit 116 Kilometer ausgeschrieben ist. Und ich bin dann immer noch am Überlegen, ob ich welchen Kocher ich mitnehme. Also es kann gut möglich sein, dass ich den S-Bit-Kocher mitnehme. Und warum, darauf komme ich jetzt auch gleich noch zu sprechen. Also ihr seht die Pfanne, genauso wie der Topf, in dem ich mir jetzt ein leckeres Handtuchgericht mache. So, sehr schön. Fleisch abzunehmen, zack. Also um Essen warm zu machen, würde ich dann zwei von denen nehmen. Ja. Da gibt es ja auch noch, ja, tschüss. Gibt es auch noch die größeren Varianten. Ja, die sehen dann etwa dann auch so aus. Moment. Das sind ja auch noch solche Brennstofftabletten. Also für ein Heißgericht jetzt warm zu machen, wie zum Beispiel ein Eintopf, würde ich jetzt erstmal eine davon nehmen. Das sollte eigentlich ausreichen. So, das Ganze klappen wir jetzt mal wieder zusammen. Ups. So. Wie schon gesagt, das ist ganz toll. Die Teile verschwinden hier drin. Mein Windschott, mein selbstgebautes. Natürlich könnt ihr hier euch auch noch so ein Gitterrost drauf machen oder vielleicht zwei Metallstäbe, wo ihr dann vielleicht noch kleinere Gefäße drauf machen könnt. Das ist natürlich dann euch überlassen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, packe ich das jetzt nochmal ein. So, dann klappt man das ganz leicht zu und dann ist das Ding fertig wieder eingepackt. So, und was sage ich jetzt dazu? Dazu komme ich jetzt. So, kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen von dem Trockenbrennstoffkocher. Der Vorteil ist definitiv die Größe und das Gewicht. Der lässt sich leicht überall verstauen, den können sogar die Kiddies in ihrem Rucksack mittransportieren. Der lässt sich schön verstauen und auch der Brennstoff an sich lässt sich eigentlich ganz gut einsetzen.
Ja, das bedeutet, dass ihr zum Beispiel jetzt eine kleine Brennstofftablette nehmt, um euch ein Getränk warm zu machen, und zwei, um euch zum Beispiel einen Eintopf warm zu machen. Von daher ist er schön dosierbar und ist dadurch eigentlich auch für jede Art von Kochen geeignet. Der lässt sich auch schön in zwei Stellungen justieren. Das bedeutet, dass ihr auch verschiedene große Gefäße draufstellen könnt und benutzen könnt. Von daher ist der Trockenbrennstoffkocher natürlich die erste Wahl, wenn es um den Einstieg des Kochens geht im Outdoor-Bereich. Also ich glaube, es gibt kaum jemand, der nicht damit angefangen hätte zu kochen. Okay, wo Vorteile sind, sind auch Nachteile. Das ist einmal, dass der Brennstoff ziemlich stark riecht. Das ist nicht angenehm, sondern sehr unangenehm. Von daher, ja, es gibt schönere Arten zu kochen wie den Geruch. Ja. Aber das lässt sich auch, also da lässt sich auch drüber hinwegsehen. Noch was den Trockenbrennstoff angeht, der ist ziemlich teuer. Und zwar habe ich jetzt 20 von diesen 4 Gramm Tabletten bekommen für 4 Euro. Und das war ein Angebot. In der Regel kosten die 5 Euro und mehr. Ihr seht also, dass der Brennstoff schon relativ teuer ist. Also wenn man das jetzt ständig betreibt, das Hobby, ja, kommt man irgendwann darauf, dass man den Brennstoff dann austauscht durch andere Sachen, einfach des Geldes wegen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein schöner Kocher. Ich mag ihn gern, ich habe ihn ab und zu ganz gern dabei. Ich werde auch jetzt mal überlegen, was für einen Kocher ich mit auf den Trail nehme. Ja, ob das jetzt der Spirituskocher ist oder den Trockenbrennstoffkocher. Ja, so viel dazu. Wenn ihr mal sehen wollt, wie ich mit dem koche, dann schaltet doch einfach das nächste Video ein. Wenn es um die litauische Armeeration geht, da werde ich mir das Abendessen mal auf dem Trockenbrennstoffkocher machen. Also, Abo und da lassen, guckt mir das nächste Video an. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen bei eurer Entscheidung. Was ihr macht, ist ja dann im Endeffekt eure Sache. Aber ich denke, das ist ein schönes Einsteigermodell und es macht Spaß, darauf zu kochen. Von daher kann man sich das gönnen. Ja, der kostet insgesamt in etwa mit Brennstoff 8 Euro. Hat er gekostet zur damaligen Zeit. Kann sein, dass er jetzt mittlerweile etwas teurer ist, ja, wie alles. Und dann könnt ihr euch schon mal zulegen, könnt selbst entscheiden, ob das in Ordnung ist für euch. Ich denke, dass ihr da jetzt auch nicht zu viel Geld ausgebt mit dem Kocher, ja, sodass ihr das bereuen werdet. Den kann man immer mal wieder mitnehmen, und wenn es bloß ein Schwimmbad ist oder was, um sich mal einen Kaffee zu machen, ja, lässt sich leicht verstauen und mitnehmen. Von daher hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, ciao und peace. Thank you.